Das ÖAMDC-Fahrtechnikzentrum in Machtring ist eines der modernsten. Seit kurzem kann zusätzlich zur Ausbildung im Gelände auch auf einem Fahrsimulator trainiert werden. Dieses innovative Trainingsgerät wurde in Anwesenheit der drei Blaulichtorganisationen am 13. Juni offiziell in Betrieb genommen. Im Rahmen einer Gesprächsrunde mit Direktor Magister Thomas Merzinger vom Roten Kreuz Oberösterreich, dem Leiter der ÖAMDC-Fahrtechnikzentren von Oberösterreich, Johann Danzinger, und dem Konstrukteur des Simulators, Diplom-Ingenieur Kai Fürst. Sie sprachen über die enormen Vorteile, die so ein Gerät für die perfekte Ausbildung von Fahrzeuglenkern bringt, die etwas schneller unterwegs sein sollten und auch müssen. Warum macht man die Ausbildung beim ÖAMDC jetzt zusätzlich mit einem Fahrsimulator? Weil es einfach das Programm von unserem bewährten Fahrtechniktraining, was wir draußen in der Praxis machen, einfach abrundet. Das heißt, ich kann gewisse Situationen draußen in der Praxis nicht trainieren. Beispiel, ein Kind rennt von der Seite einer oder einer macht die Autotür geschwind auf. Das kann ich draußen nicht trainieren. Und das kann ich am Simulator wunderbar nachstellen, unendlich lang probieren, wobei nichts kaputt wird. Und so gesehen rundet das Programm richtig an. Draußen in der Praxis kann ich die ganze Technik wunderbar nachstellen. Das heißt, ich kann ABS, ESB, ASR, alles in der Praxis ausprobieren. Wie funktioniert das? Wie gehe ich mit dem um? Und in Kombination mit dem Simulator ist das eine runde Sache jetzt da und ganz toll. Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes fahren im Jahr ca. 21 Millionen Kilometer und sind damit immer wieder auch mit Situationen konfrontiert, die auch gefährlich sind. Wir haben uns überlegt, welche Methoden wir noch anwenden können, um unsere Einsatzfahrer noch sicherer unterwegs sein lassen zu können, und sind da eben auf den Fahrsimulator gekommen, weil du dort die Möglichkeit hast, Situationen, die du im normalen Leben nicht nachvollziehen kannst, hier einspielen zu können. Rotkreuz-Präsident Dr. Walter Eichinger und ÖAMDC-Präsident Magister Karl Bramendorfer sind von dieser Investition ebenfalls begeistert. Das Rote Kreuz in Oberösterreich steht für Sicherheit, für das Sicherheitsgefühl unserer Menschen und selbstverständlich auch für die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter. Was wäre besser geeignet, gerade für jene, die im Jahr 21 Millionen Kilometer fahren, dass wir für diese Menschen, für unsere Mitarbeiter, diese Sicherheit noch erhöhen, indem wir Trainings machen hier im Fahrzentrum des ÖAMDCs in Machtrenk. Ja, ich freue mich natürlich riesig, dass wir hier heute in Machtrenk das erste Zentrum öffnen können, wo wir für die Blaulichtorganisation einen Fahrsimulator zur Verfügung stellen können. Es ist wieder ein Beweis dafür für die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Roten Kreuz und ÖAMDC im Sinne der Fahrsicherheit. Auch seitens der Politik fand dieser Simulator große Zustimmung und wurde auch entsprechend unterstützt, so Landtagsabgeordnete Dr. Julia Röper-Kellmeier in Vertretung von Landeshauptmann-Stellvertreter Ingenieur Reinhold Endholzer. Landeshauptmann Dr. Josef Bühring konnte aus kurzfristigen gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein und wurde von Nationalrat August Wöginger vertreten. Wir haben einen Tag später Landeshauptmann Dr. Josef Bühringer gefragt. Ich freue mich über den Simulator, der jetzt in Machtrenk beim ÖAMDC, beim Sicherheitszentrum steht, weil unsere Rettungsfahrer, unsere Rotkreuzfahrer, die Tag und Nacht für die Sicherheit der Menschen im Einsatz sind, dort trainieren können. Trainieren können, damit ihre Einsätze noch sicherer werden, damit die, die sie transportieren, noch sicherer ans Ziel kommen, und letztlich auch trainieren sie für ihre eigene Sicherheit. Das sind wir den Familien der Rotkreuzfahrer schuldig. Mit dem Durchschneiden des rot-weiß-roten Bandes war die Eröffnung einer neuen Ausbildungsära perfekt. Natürlich bestand im Anschluss die Möglichkeit, diesen Fahrsimulator mit fachlicher Anleitung zu testen. Herr Bürgermeister, der neue Fahrsimulator, was bedeutet dieser für die Stadt Machtrenk? Als Bürgermeister bin ich natürlich sehr stolz darauf, dass wir wieder mal zu einem Thema Vorreiter in Oberösterreich oder in ganz Österreich sind. Das ist ja österreichweit der erste Fahrsimulator für Einsatzkräfte. Wir haben letztes Jahr beim ÖAMDC bereits alternative Energien als neue Veranstaltung österreichweit begonnen. Auch da ist Machtrenk im Mittelpunkt. Ich glaube, über die Vorteile von diesen Trainings für Einsatzfahrzeuge brauche ich gar nicht mehr zu viel sorgen. Es wird weitere Menschenleben retten, das kann man sicherlich sagen, wenn die Fahrer noch sicherer unterwegs sind. Und nur durch eigenes, permanentes, konsequentes Üben kann das richtige Helfen gewährleistet sein. Wer darf diesen Simulator benutzen? Also wenn die Frage so gestellt wird, jeder. Jeder Mann, jede Frau. Natürlich sind Blaulichtorganisationen vorrangig wahrscheinlich, aber im Prinzip, wenn man es in jedem Kursbetrieb, ist es möglich, den einzubauen.
Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.oamtc.at/fahrtechnik oder unter der Rufnummer 072 43 515 20.